darf Sie begrüßen zu einer Podiumsdiskussion hier in unserem Angewandte Innovation Lab zum Thema Lifting the Curtain, wo es um Architekturnetzwerke geht. Wir werden dann noch im Detail hören, was darunter zu verstehen ist. Die Diskussion findet eben im Rahmen der unlängst eröffneten Ausstellung statt, die Sie im hinteren Teil unserer Räumlichkeiten hier sehen. Es ist eine Wanderausstellung. Einige von Ihnen werden Sie wahrscheinlich schon vergangenes Jahr bei der Architekturbiennale in Venedig gesehen haben. Es war im Rahmen der Biennale eine der Projekte, die als Collateral Event sozusagen ins offizielle Programm der Biennale aufgenommen worden sind. Da musste man sich dafür bewerben, wurde von Red Kohlhaas im Rahmen dieses Programms zum Thema Fundamentals, also Grundlagen der Moderne, dann auch approved, wie ich gehört habe. Gibt es einen schönen Brief dazu. Das Projekt wurde initiiert von Trace. Das ist seinerseits wieder ein Netzwerk, das, wenn ich es richtig verstanden habe, in Polen seine Basis gehabt hat und wieder mit anderen Netzwerken in verschiedenen Mittel- und mittelosteuropäischen Ländern zusammenarbeitet. Aus Österreich war die Partnerorganisation die ÖGFA, die Österreichische Gesellschaft für Architektur, vertreten von Iris Meder, die unser Panel auch moderieren wird. Diese Ausstellung, wie gesagt, ist ja eine Wanderausstellung. Sie wird dann weitergehen nach Zagreb und nach Belgrad, also zunächst mal nach Belgrad und dann nach Zagreb. Es ist eine Art Work in Progress. Es kommen immer wieder neue Positionen dazu. Auch der Katalog, der soeben erschienen ist, wird bei den verschiedenen Stationen adaptiert. Jetzt zum Beispiel hier für die Wiener Station ist eine weitere Position dazugekommen, die der Ausstellung noch nicht vorkommt, nämlich die wichtige von Grete Schütte-Lihotzky. Zum Thema Architekturnetzwerke, die teilweise in Österreich Wurzeln haben. Das Programm der Ausstellung betrifft ja den Zeitraum ab 1918. Wir werden dann hoffentlich bis zur Gegenwart kommen. Wir haben ja ein sehr prominent besetztes Panel, wo sehr profilierte Architektinnen, junge Architektinnen und auch etablierte Kollegen bereits hier mitwirken. Aber die Geschichte ist natürlich eine lange und alte. Sie beginnt bei der Wagner-Schule schon. Sie wissen ja, dass diese zentrale Institution der Moderne in der Monarchie bereits in alle Länder ausgestrahlt hat. Also man muss ja nur etwa die Ausstrahlung nach Tschechien erwähnen mit Jan Kotjera, nach Slowenien mit Josef Plečnik und vielen anderen. Das hat sich dann fortgesetzt in den Schulen von Josef Hoffmann und von Adolf Loos. Auch die haben natürlich nicht nur für den österreichischen Architekturmarkt Absolventen produziert, sondern eben auch für Kroatien, für Slowenien und für Böhmen, Mähren, damals Tschechoslowakei etc. Hier für uns an der Angewandten war es natürlich eine besondere Verpflichtung und eine Freude, diese Ausstellung präsentieren zu dürfen, weil die Angewandte in diesen Netzwerken der klassischen Moderne und der Gegenwart natürlich sehr prominent vertreten ist. Die damalige Kunstgewerbeschule hat da natürlich immer eine wichtige Rolle gespielt. Hoffmann-Schule ja schon angesprochen, auch Josef Frank natürlich, der in der Ausstellung vorkommt, bis herauf dann auch in die Nachkriegszeit. Einige wichtige Architekten der Nachkriegszeit kommen ja in der Ausstellung vor, die dann teilweise auch an der Angewandten tätig waren, von der Arbeitsgruppe 4 beispielsweise Wilhelm Holzbauer. Von der Arbeitsgruppe 4 ist ja auch Friedrich Kurrent hier heute am Podium. Ja, und ich darf jetzt an Iris Meder übergeben, die das Panel vorstellen wird. Und danke für die Teilnahme und danke fürs Moderieren. Viel Vergnügen. Ja, vielen Dank erstmal, Matthias Böck, für die Begrüßung.
Begrüßung und die Darlegung der Zusammenhänge. Ich weiß nicht, ob alle die Ausstellung gesehen haben. Manche vielleicht schon in Venedig, manche hier. Und vielen Dank vor allem auch dem Publikum. Es gibt sehr, sehr viel Konkurrenz heute Abend. Deswegen freue ich mich ganz besonders, dass wir so wieder so ein erlesenes Publikum haben. Und ich freue mich auch sehr über die hier mit ihren Anfang nehmende und hoffentlich lang anhaltende Zusammenarbeit der ÖGFA mit der Angewandten. Wir sind ja hier auch zu Gast bei der Angewandten mit der Ausstellung, was mich ganz besonders freut, weil, wie schon erwähnt, die Angewandte ja auch eine Case Study ist in unserer Ausstellung. Ja, es geht um Netzwerke. Ich möchte vielleicht die vier Partizipanten und Partizipantinnen an diesem Podium kurz vorstellen. Ich fange vielleicht rechts an, weil ich mir so in der Reihenfolge aufgeschrieben habe. Nämlich zufällig sitzt ja nämlich ganz genauso, wie es auf meinem Zettel steht. Marie-Therese Anacour, also von mir aus gesehen rechts, von Ihnen aus gesehen ganz links. 1967 in Graz geboren, Architektin. Also ich glaube, es sind alle außer mir hier Architekten und Architektinnen. Ein Teil des Büros Next Enterprise, das ja nicht ganz unbekannt ist. Ich muss wahrscheinlich nicht viel dazu sagen, also man weiß, was sie für tolle Sachen entwerfen. Ist auch theoretisch tätig, zahlreiche Lehraufträge und Ausstellungen. Seit 2012 Mitglied des Salzburger Gestaltungsbeirates, Mitglied von Kunst im öffentlichen Raum Wien, also verschiedenste Tätigkeitsbereiche und ja, vor allem auch eine netzwerkende und aktiv bauende Architektin. Christina Schinniger, ebenfalls Architektin, hat an der Angewandten studiert, also insofern auch übrigens von Theresa Anacour auch, also wir haben auch Leute, die wirklich hier mit einer unserer Case Studies eng verbunden sind. Margrethe Schütz-Lihotzky ist auch eine Absolventin der Angewandten, die wir im Katalog haben. Auch verschiedenste Auszeichnungen, Preise, auch aktiv tätige Architektin, Soma-Architekten, ist ja eine Hälfte davon, eine Hälfte des... also ein Gründungsmitglied auf jeden Fall. War auch schon auf der Architekturbiennale, also auch Leute, die sich mit der Architekturbiennale durchaus auch aktiv und als Partizipanten auskennen, haben wir hier dabei. Ja, Jan Tauber, aber jetzt geht es doch andersrum. Trotzdem in der Reihenfolge, 1944 in Portierbrady geboren, an der TU Wien studiert, ist, glaube ich, auch kein Unbekannter in Wien, in verschiedensten Tätigkeitsbereichen, Ausstellungskurator, wie alle hier, und deswegen haben wir sie eingeladen, begnadeter Netzwerker. Hier für uns auch deswegen interessant, weil er auch die Sicht von der anderen Seite des Eisernen Vorhangs kennt und darüber uns vielleicht auch was erzählen wird. Und ja, auch immer wieder jemand, der aktiv Menschen zusammenbringt. Also das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Auch ich bin schon sehr viel rumgekommen mit und für Jan Tauber und habe sehr viele Leute über ihn kennengelernt. Also ein naturbegnadeter Netzwerker. Friedrich Kurl, 1931 in Hintersee geboren, hat an der Akademie studiert in Wien bei Clemens Holzmeister, hat 1950 die Arbeitsgruppe 4 gegründet mit Wilhelm Holzbauer, Otto Leitner und Johannes Spalt, die dann später Gudrun Viertler waren und dann überhaupt Einzelarchitekten. Von 1973 bis 1996 Ordinarius des Lehrstuhls für Entwerfen und Raumgestaltung an der TU München. Und auch hat auch das Fach Sakralbau 1976 unterrichtet an der TU München. Und nicht nur aktiver Architekt, sondern auch ein Forscher, ein ganz früher Forscher, Erforscher und Kurator zu Ausstellungen der Wiener Moderne, die von ihm und Johannes Spalt, die auch Friedrich Kurrent auch vor allem Gründungsmitglied der ÖGFA war, dann wirklich aktiv auch publiziert worden sind. Zum Beispiel die erste Josef-Frank-Ausstellung überhaupt, die in der ÖGFA, damals noch in der Blutgasse, stattgefunden hat, aus Anlass der Verleihung des österreichischen Staatspreises an Josef Frank zu seinem 80. Geburtstag 1965, das war ganz kurz nach Gründung der ÖGFA. Also Friedrich Kurrent hat sich mit Johannes Spalt und mit anderen, auch Hermann Tschech zum Beispiel, der auch im Publikum ist, und Friedrich Leitner natürlich, sehr verdient gemacht um die Wiederentdeckung der Wiener Moderne. Insofern ist er auch
eine Case Study mit der Arbeit mit der ÖPFA und auch mit einer anderen, nämlich mit mehreren anderen, mit Los, Frank und so weiter, auch inhaltlich verbunden. Aber nicht nur das, sondern die ÖPFA hat sich von Anfang an auch sehr stark orientiert über die Grenze, über die östliche und die nördliche Grenze vor allem, wo ja der Eiserne Vorhang war, die südliche Grenze auch, also eigentlich war ja an drei Seiten. Insofern werden wir da, glaube ich, auch sehr viel hören können über diese Zeit, was natürlich für uns besonders interessant ist, weil wir wirklich einen Zeitzeugen haben. Also wir haben, werden die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft hoffentlich zur Sprache bringen. Ja, ich würde vielleicht ganz gern anfangen mit dem Tabor und die Frage stellen, also ich weiß nicht, du hast die Ausstellung ein bisschen zumindest gesehen, es geht um hauptsächlich sozialistische, damals sozialistische Länder und Österreich als neutrales Land und eben die Zusammenarbeit innerhalb dieser Länder, aber auch über den Eisernen Vorhang hinweg. Und die meisten von uns kennen eben wahrscheinlich die westliche, politisch gesehen westliche Seite dieses Eisernen Vorhangs. Du kennst jetzt beide Seiten. Wie sah diese Zusammenarbeit von der anderen Seite aus? Ich weiß echt nicht, was du meinst, aber meinst du zum Beispiel die Tatsache, dass es einen Wettbewerb für die Hauptstadt von Niederösterreich und St. Pölten gab und dass dann auch tschechische und slowakische Architekten eingeladen worden sind? Zum Beispiel, ja. Also wie selbstverständlich war sowas? Als es dann zu der peinlichen Situation gekommen ist, dass man, ich glaube, einem tschechischen Team den ersten Preis hätte geben müssen oder geben wollte, dann hat man dann Angst bekommen davor. Und dann hat das doch ein österreichischer Architekt bekommen. Aber das ist irgendwie so üblich gewesen, dass die Ostmenschen immer irgendwie den Kürzeren gezogen haben, wenn es um die Zusammenarbeit gegangen ist, damals, als sie noch verrufene Menschen waren. Jetzt ist es, glaube ich, besser geworden. Aber nur deshalb, weil es kaum Zusammenarbeit gibt. Irgendwie besteht das System weiterhin so. Also die Trennung zwischen dem sogenannten Westen und dem sogenannten Osten ist, was diese Sachen betrifft, noch immer ziemlich stark. Ja. Da möchte ich gleich vielleicht anschließen, vielleicht noch Interesse. Wie sieht es aus deiner Sicht aus? Siehst du das auch so, dass es diese historische Trennung zwischen dem früheren Ost- und dem früheren Westeuropa noch gibt? Zufälligerweise hatten wir die Ehre, sage ich, in Bratislava auf der Kunstuniversität zu unterrichten unter Imro Vasko. Er hat uns damals, es gab die Möglichkeit, sozusagen einen Lehrstuhl für Architektur zu vergeben. War auch nicht sehr hoch dotiert, aber es war immerhin schon relativ schwierig für sie überhaupt, da ein Budget herauszudiskutieren. Und da konnten wir dort unterrichten, was uns sehr großen Spaß gemacht hat. Jan war ja auch dort und Imro Vasko ist ja einer, der sozusagen auch im Ausland war, der, sage ich, ein Netzwerk sozusagen bis nach Amerika sich selber aufgebaut hat durch sein eigenes Studieren. Soweit ich weiß, hat er auch dort Columbia oder auf der UCLA, weißt du, hat er ja sozusagen sein Master gemacht. Und wir erleben schon, dass zum Beispiel Verbindung Bratislava-Wien, weil mittlerweile Studenten, wir haben damals auch einigen Studenten gesagt, sie sollten doch auf die Angewandte kommen, weil das natürlich, weil wir da den Bezug haben und weil wir wissen, was man da über Ausbildung auch lernen kann und sind doch einige dann auch hergekommen und mir kommt vor, dass eine
über Studenten, die anfangen sozusagen jetzt auch ins Ausland zu gehen, an andere Universitäten, diese ganzen Erasmus-Programme fangen an, diese Grenzen aufzulösen. Und ich glaube, es ist nur noch eine Frage der Zeit, dass diese Grenzen noch viel stärker sich verschwimmen, sage ich jetzt mal. Dass einfach eine stimmige Kommunikation zwischen den verschiedenen Bereichen wird, also dass man da nicht mehr so trennt, der kommt von da und dort, sondern man hat gewisse Menschen an gewissen Orten kennengelernt, mit ihnen gemeinsam gearbeitet und das ist dann eher das Wichtige an der Sache. Also ich glaube, da hat sich schon einiges verändert. Also was ich für mich sagen kann, ist, dass es in der Forschung, dass ich das eigentlich auch wahrnehme, dass es eigentlich keine Hierarchie gibt. Ja. Das ist beim Bauen und bei der Auftragsvergabe vielleicht noch ein bisschen anders. Ich muss leider dem Jan Dauer berichten, dass es heute umgekehrt ist. Wir haben nämlich in einer unglaublichen Euphorie gemeinsam mit Peter Stetsch versucht, Wettbewerbe zu machen. Und uns ist es immer so, dass wir dann als Österreicher, als Wiener rausgekickt werden, sobald es mit dem Vertrag geht, weil es halt, wir sind nicht lokal. Und Tschechen dürfen aber den Vertrag unterschreiben. Und das ist so eine interessante Definition von lokal, weil wir eigentlich ja dreiviertel Stunde entfernt sind. Also ich habe empfunden, dass es wahrscheinlich auch damit zu tun hat, wie die Architekturlandschaft in der Slowakei vielleicht im Moment funktioniert, dass der Developer nicht stark ist, dass es da auch für die Architekten selber große Schwierigkeiten gibt, an Projekte zu kommen. Und dass die Widerstände haben sich vielleicht verschoben, mehr in die Institutionen und in die Bürokratie. Also war zumindest meine Erfahrung in der Slowakei bis jetzt leider. Bauern, ich glaube, das Universitäre und Forschung und in diesen intellektuellen Netzwerken ist wieder ein anderes Verschwung wie Baugeschehen. Also für mich jetzt, was Bratislavos betrifft, mitsprechen und dort kein Projekt gemacht haben. Ja. Wir sind interessanterweise eingeladen gewesen, einen Campus für eine zentraleuropäische Schule zu entwerfen. Wir durften dann auch den Masterplan machen. Und es war irgendwie interessant, dass wir als zentraleuropäisches Team angetreten sind, sobald es dann darum ging, tatsächlich das Projekt zu machen. Also es hieß dann nur DURM, und es ist ein bisschen so Prozesse, die unglaublich bürokratisch sind in der Slowakei, wo der Bauherr sofort Angst bekommt und sagt, bloß kein Deutsch, bloß kein Österreicher, bloß alles lokal, mit Leuten, die wir kennen. Jetzt würde ich vielleicht Friedrich Courant gern fragen, wie sich das früher dargestellt hat. Also wenn wir jetzt gerade an die 60er Jahre denken, als er wirklich der Eiserne Vorhang ganz, ganz massiv da war rund um Wien. Wie war das da? Wie waren da die Möglichkeiten, was ja die ÖFA gemacht hat, zum Beispiel Kontakt aufzunehmen? War das einfach was schwierig? War es vielleicht, hat sich vielleicht für die Leute dort anders dargestellt, in der Tschechoslowakei, in der Sowjetunion und so weiter? Rechts von mir, von Ihnen aus links, sitzt Iris Meder. Iris ist eine schöne Blume, sie hat sich ja nicht vorgestellt. Vor einer Stunde hätte ich nicht gewusst, was ich da soll hier. Aber Sie haben mich dazu bewegt. Ich habe die Ausstellung nicht gesehen, ich war auch nicht in Venedig. Aber jetzt, vor einer Stunde, habe ich es angeschaut und bekam diesen Katalog, den es hier gibt. Und da müsst ihr ein bisschen weiter vorne anfangen. Macht das was? Weil erstens steht hier im Vorwort, auch die ÖGFA selbst ist mit ihren Gründungsmitgliedern von der Arbeitsgruppe 4, Friedrich Courant und Johannes Spalt, eines der präsentierten Fallbeispiele. Also, ich muss das berichtigen, Johannes Spalt war kein Gründungsmitglied der ÖGFA. Er war aber von Anfang an dabei,
Insofern haben wir ihn negatives Vorstandsmitglied genannt. Jetzt kommt hier vor, sehr frühes Beispiel, auch in der Ausstellung, und zwar von Lazaras. Das war ein Zieh am Vorkongress in Lazaras in der Westschweiz auf dem Schloss der Madame Mandrot, wo ja die CIAM im 28er Jahr gegründet wurde. Und da war ein Vorkongress 1955. Die österreichische CIAM-Gruppe, der Obmann oder der Vorstand war der Hertel, der Oswald Hertel, und die wichtigsten österreichischen Architekten, Wiener Architekten hauptsächlich, oder auch zwei Grazer. Und der Sekretär der österreichischen Gruppe war der Wilhelm Schütte. Und der Schütte hat erreicht, dass einige junge Österreicher als Beobachter zu diesem Kongress nach Lazaras fahren durften und dabei waren. Und da gibt es ein Büttel hier, da sind wir drei drauf. Im Hintergrund ist der Max Bill, ein deutscher Architekt. Ich kann mich gut erinnern, dass dabei waren auch die Holländer, die sehr aktiv waren, der Bakkemer, der Van Eyck, ein älterer Merkelbach und die Engländer Alison und Peter Smithson. Die Alison Smithson hat rote Stiefel gehabt, kann ich mich gut erinnern. Und zwei Tschechen sind da auch hinterm eisernen Vorhang gekommen. Vor allem den Namen nicht mehr ein. Das war sozusagen schon eine gewisse Prüfung für was später gekommen ist, nämlich eigentlich die Auflösung der CIAM, ein paar Jahre später, was dann Team Ten geheißen hat. Das werden Sie erst wissen aus der Geschichte. Die Holländer waren, ich meine, der Van Eyck sehr sympathisch und auch die anderen. Es war nicht dort der Gropius und vor allem nicht der Corbusier. Geführt hat das Ganze der Gideon, Siegfried Gideon. Mir sehr unsympathisch. Warum? Ja, wie es halt ist bei unsympathischen. Ja, ich kann ja sagen, mir war zum Unterschied von seiner Frau, die dann in Wien war, ne, die Carola Gideon, die war sympathisch. So, warum erzähle ich das mit der CIAM? Weil wir wurden also dorthin geschickt, es war auch verlangt, es waren auch vier so Tafeln verlangt mit den CIAM-Farben, das ist alles vom Corbusier bestimmt worden. Und wie wir zurückkamen, mussten wir im Heiligen Kreuzerhof, das gehört ja heute noch dem Stubenring, aber das war eigentlich das Privatbüro von Oswald Hertel. Und dort war ein großer Raum und ein großer Tisch, und da sind die alle gesessen, die CIAM-Mitglieder. Ich sage jetzt Fellerer Wörle, Roland Reiner, Karl Schwanzer, eben Schütte. Sie war nicht da, aber die hätte auch dazu gehört. Und wir mussten dann dorthin und berichten, was da war in Lazaras. Das haben wir auch gemacht. Dann musste man hinausgehen, 10 Minuten warten vor der Tür und sind dann gewählt worden. Wir waren also
Sie haben Austria-Mitglieder plötzlich, durften wir wieder ein und dann am Tisch Platz nehmen. Es hat nicht lange gedauert, ist unterm Tisch ein Zettel, ein zusammengefalteter Zettel herumgereicht worden. Den hat man aufgemacht und hat da gelesen. Und das hat, das war die Schrift vom Roland Rainer und da ist drauf gestanden: Schütte abwählen. Der hat den Schütte, ihn, den Wilhelm Schütte, nicht vertragen. Er war auch ein bisschen wahrscheinlich eifersüchtig, weil der Schütte ist damals überall hingeschickt worden zu diesen Kongressen. Er hat nämlich die Sprachen gut gekonnt, also nicht nur Englisch, sondern auch Französisch und so weiter. Die Grazer waren auch dabei, das war der Lorenz und der Zotter. Jetzt in der Ausstellung habe ich gesehen und auch da vorne liegt eine sehr frühe Abbildung eines Projekts von uns, die Wohnraumschule von 1954 steht dort, weil da ist veröffentlicht worden, aber das ist eigentlich 1953 gewesen und heutzutage natürlich der Typ der ganglosen Schule, was man eigentlich sucht und wir haben aber nie eine bauen können. Das war ein sehr frühes Projekt. Dann, jetzt weiß ich, zu den Reisen der ÖGFA. Ein sehr frühes Beispiel. Ich kann jetzt nicht alle Reisen nennen, aber ein sehr frühes Beispiel war Brünn. Wir haben die ÖGFA ja 65 gegründet und das war die erste Ausstellung, haben Sie schon gesagt, war Josef Frank. Die haben der Spalt und ich in 3 Wochen gemacht. Warum? Weil wir schon 1-2 Jahre vorher begonnen haben, gewusst haben, dass der Josef Frank in Schweden 80 Jahre alt werden wird. Also das war dann, er ist 85 geboren, wie Sie wissen, und das war dann 65. Und da haben wir mit ihm Kontakt gehabt, nur schriftlich, und eigentlich seine Werke gegliedert und erwähnt, ihm geschickt, er war ganz überrascht, und haben dann das einreichen müssen. Wir mussten zum Holzmeister, unserem Lehrer, gehen, weil den großen österreichischen Staatspreis konnte nur über den Kunstsenat, der das vorgeschlagen hat, gemacht werden. Und der Holzmeister war der Vorsitzende. Wie Sie wissen, war nach ihm das der Rainer und nach ihm war das der Hohlein. So ungefähr, Kunstsenat. Und der Holzmeister hat gesagt, ja, macht's mal da so ein Exposé. Das haben wir gemacht und abgegeben und dann haben wir gefragt, beim Abgeben, obwohl wir es eh gewusst hätten, wie sind denn Sie mit Frank gestanden? Dann hat er gebrummt, der war mir sehr feindlich gesinnt. Aber er hat das gemacht. Es hat natürlich Gründe gehabt, weil, wie Sie wissen, ist die Siedlung, die Werkbundsiedlung, im 32er Jahr, wo der Josef Frank der Vorsitzende war des österreichischen Werkbundes, haben der Holzmeister mit Josef Hoffmann, das werden Sie auch wissen, haben einen neuen Werkbund gegründet, also 34, da beginnt sozusagen in Österreich politisch das, wie nennt man es, der Ständestaat, ja. Die haben den neuen Werkbund gegründet, weil ihnen der alte Werkbund unter Frank bolschewistisch vorgekommen ist. Gut. Jetzt. Also das mit Frank hat geglaubt, wir haben in 3 Wochen die Ausstellung gemacht, er bekam den Staatspreis, die Laudatio der Roland Rainer gehalten.
Und Schluss da, aber vielleicht, wenn ich das noch jetzt aufzählen darf, wo wir mit der ÖGFA, weil die Reisen waren sehr wichtig. Die erste ÖGFA-Reise war 1967 nach Brünn. Wie kam es dazu? Da war in der Sezession eine Ausstellung tschechoslowakische Architektur. Und die ÖGFA, die junge ÖGFA, ist gefragt worden, ob sie die Eröffnung organisieren könnte. Und nachdem für uns der, na, wie hat er geheißen? Der Bosler Fuchs schon sehr bekannt war, uns von, aus den Publikationen und so weiter, haben wir vorgeschlagen, den Fuchs einzuladen zur Eröffnung. Und überraschenderweise, das war also vielleicht 66, haben die Tschechen den Fuchs geschickt zur Eröffnung der Ausstellung in der Sezession. Es war wirklich überraschend. Na gut, da haben wir den Fuchs persönlich kennengelernt und er hat uns eingeladen nach Brünn. Und das war eigentlich die erste ÖGFA-Reise. Mit dem Bus nach Brünn. Er war ja Schüler von Jan Kotera. Und das war eigentlich, da waren auch nicht nur Architekten, da waren auch Bildhauer dabei und andere. Eine, ja, wir haben dann natürlich in Brünn alles angeschaut, vor allem was er gebaut hat. Sie kennen das alles, Hotel Avion und so weiter, wunderbar. Und eine Schule er war, aber der Fuchs war ab 1947 war ja in der Tschechoslowakei diese Wende und da war eigentlich niemand mehr. Er ist eigentlich mehr oder weniger abgehalftert worden. Aber wir haben uns die wichtigen Sachen dort besichtigen können. Dann hat er uns auch, weil wir das wollten, das Tugendhat gezeigt. Das war da, aus Tugendhat, das war damals zugesperrt, das war ein Kinderheim drinnen und da hat er einen Schlüssel bekommen und er ist aber nicht hineingegangen. Und da sind wir mit ihm am Bungalow bei der, hinterm Haus auf der Straße gesessen, mit dem Wimbrecht bin ich dort gesessen, mit dem Fuchs und haben gesagt, na, zum Bosler Fuchs, na jetzt, das war der Prager Frühling, na jetzt wird doch alles auch für euch besser und besser. Da hat er nur gesagt, na ja, sehr zögerlich. Und ein Jahr später, wie Sie wissen, 68, sind doch die Russen in Prag einmarschiert. Und da, das hat er, wie wenn er es geahnt hätte. Das war interessant. Wir haben die, das habe ich jetzt vergessen, später haben wir dann die erste Plätschnik-Ausstellung gemacht, auch in der ÖGFA. Habe ich den Bodrecker dazu gewonnen, weil er sich da unten gut ausgekannt hat. Er ist ja, wie Sie wissen, dreisprachig, mehrsprachig. Er ist ja, wie Sie auch wissen, wahrscheinlich in Belgrad und in Triest und in Ljubljana geboren, wie Sie wahrscheinlich auch wissen. Und diese Ausstellung ist dann nach Prag geschickt worden, es waren 12 Tafeln, und ist dort im 68er Jahr verloren gegangen, eigentlich untergegangen. Eine andere Reise war dann nach Jugoslawien, weil über diese Ausstellung von über Plečnik, das war zum 10. Todestag Plečnik. Der Plečnik ist ja 57 geboren und das war also 67, eine frühe Ausstellung in der ÖGFA wieder. Da sind die raufgekommen von Ljubljana.
die wichtigsten Leute und Freunde auch vom Bletschnik, die noch gelebt haben. Und wir haben dann, die haben uns dann eingeladen nach Laibach. Wir sind mit dem Bus wieder hingefahren über Slowenien und Laibach, hauptsächlich wegen dem Bletschnik, uns das alles angeschaut. Aber geführt hat uns Raunika, Edo Raunika, das war der beste Architekt, kein Zweifel, dort weit und breit. Wie Sie wissen, hat er ja noch beim Corbusier gearbeitet, gab ein Jahr lang. Und der hat uns geführt, und zwar nach Istrien. Es war sehr schön, und da ist er zu diesen kleinen Bergstädten und so weiter. Eine weitere Reise war 1973 die Palladio-Villen, aber das hat mit unserem Thema jetzt weniger zu tun. Aber dann Russland, also damals Sowjetunion. 1972 Petersburg, Kishi, Tschech war mit, ist im Zug, ist mit Zug gefahren, da sind wir mit Zug gefahren, ist aus dem Gepäcksnetz, wo er gelaufen hat, runtergefallen. Du hast dann Kishi am Ladogasee gar nicht mehr gesehen. Weißt du, die Russen haben die gleich ins Spital gebracht, in dem Hauptort dort. Ich weiß nicht mehr, wie der geheißen hat. Weißt du das noch? Weiß nicht mehr. Gut. Aber Sowjetunion war natürlich, also Petersburg. Damals Leningrad. Leningrad damals, ja, Leningrad, richtig. Dann der Ladogasee, dann Kishi, was ich schon erwähnt habe, und dann natürlich Moskau. Und die Umgebung von Moskau war natürlich, das waren wichtige Eindrücke. Ob manchmal hat es geheißen, was weiß ich, da wollten wir dorthin, können wir nicht, das sind Waldbrände. Dann haben wir aber wieder, da war der Hufnagel auch mit, dann haben wir aber wieder gesungen, so österreichische Gestanzeln und so weiter, und dann plötzlich waren keine Waldbrände mehr. Und dann haben wir wieder überall hin dürfen. Aber, ja, da war in der ÖGFA wichtig der Weber. Der Professor Weber hat die Hochbaukonstruktion am Stubenring unterrichtet. Wie Sie wissen, ein alter Kummerl, auch Freund von Schütte, hat da mitgearbeitet als Statiker bei dem Globus Verlag. Hauptsächlich hat dann der Wilhelm Schütte gebaut. Ja, die Lihotzky hat auch ein Stück gemacht, aber es war schon der Wilhelm Schütte. Der wichtigste ist, Wilhelm Schütte war nämlich ein Theodor Fischer Schüler in München, 1901 geboren. Ist leider sehr früh gestorben. Er hat sich überhoben mit einer Schulbauausstellung in den 60er Jahren. Aber der Weber hat uns dann immer diese Sowjetunion, wie es geheißen hat, diese Russlandreisen ermöglicht. Da war dann noch eine 73, wieder Moskau und nach Georgien und nach Usbekistan. Da hat einiges nicht geglaubt, und da haben wir eine Draufgabe gekriegt, eine Winterreise wiederum nach, wie hat es geheißen, Leningrad, ja, und Umgebung und Schlösser. Also die Reisen in diese Ostländer, jetzt abgesehen von meinen privaten Reisen, die ich hauptsächlich mit der Maria gemacht habe, zum Beispiel Rumänien, die Bildhauer, Gruppe von St. Margareten, da haben wir Ostern in Tirgus-Ju, die Brancusi, Brancus, wie er ja dort heißt, Sachen angeschaut und so weiter. Rumänien, da sind nämlich alle ostländischen Bildhauer hingelassen worden. Ne? Weil herüber konnten sie manchmal gar nicht. Vielleicht kann ich da kurz einhaken. Ich habe. Achso, ja. Ist das Ende geschaltet? Ja. Also, Sie haben ja immer wieder auch Leute kontaktiert, die einfach
von der Generation davor waren, also Josef Frank zum Beispiel oder Heinrich Kulka. Ja. Wie stellt sich das? Das wäre jetzt meine Frage an euch, ich weiß nicht, wer antworten möchte. Kulka, wunderbarer Mann. Wie stellt sich das für euch da? Gibt es Netzwerke über Generationen hinweg? Also kriegt man Leute heran, die man einfach vielleicht nicht persönlich kennt, aber mit denen man gerne Kontakt hätte? Oder sind Netzwerke eher sowas, was in einer Generation passiert, wo es vielleicht einfach leichter ist, eine Kommunikationsebene zu finden? Also gibt es für euch sowas Generationenübergreifendes auch? Das gibt es für uns auf jeden Fall. Ich meine, es war so, dass wir durch unser Studium und das der Zeit, wo dann Wolf Fritz an die Universität kam und der auch sehr stark dieses Review-System eingeführt hat, wo sehr viele Architekten und Professoren auch von auswärts zu Projektbesprechungen eingeladen wurden, man sozusagen, wenn man dann nach Los Angeles gefahren ist, weil man dort was zu tun hatte oder zu einem Vortrag eingeladen war, dass man dann sehr wohl auch aus seiner eigenen Generation Leute natürlich kontaktiert hat oder besucht hat, aber auch Tom Main zum Beispiel, den man eben wertschätzt, dann auch besucht und da doch auch einen Bezug und einen Austausch gibt. Das ist sehr stark damals über diese Studienzeit eigentlich auch entstanden und ja, so sehe ich das jetzt von meiner Seite. Ja, was ist das? Vielleicht möchte ich hinzufügen, das ist natürlich alles weit weniger hierarchisch, also ich fand das sehr spannend zu hören, mit rausgehen, reingehen, Zettel unter dem Tisch verteilen, also diese fast schon geheimbündlerischen Attitüden, also es ist natürlich, ich würde sagen, in unserer Zeit mit natürlich dann auch mit Facebook ja, und diesen ganzen Dingen alles viel lockerer, informeller geworden. Also wenn man Greg Lean kontaktieren möchte, dann befreundet man sich erst über Facebook und dann schreibt man immer Nachricht. Ja. Also das sind die Zettel, die wir verteilen. Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen, wo jetzt ja schon übergeleitet wurde von euch, was jetzt eurer Einschätzung nach, also ob das Netzwerken heute leichter ist, ja, einfach mit den Medien, die es gibt und die es damals nicht gab, also jetzt mal von allen politischen weggefallenen Grenzen abgesehen, aber einfach, ob es die Technik auch leichter macht, aber ist es dann auf der anderen Seite, ist dann die Bindung eine losere vielleicht, also das hat vielleicht auch Nachteile? Das wäre eigentlich eine Frage zurück, was auch also die Vergangenheit betrifft oder auch die Forschung darüber. Meine Meinung ist ja, dass es keine Netzwerke mehr gibt, sondern eher nur Netzwerker, also wir sind irgendwie so individuelle Leute, die sich halt mit allen und jedem ganz normal vernetzen können. Es gibt vielleicht noch so ein paar Plattformen, eben Archidat war sicher auch für euch ganz wichtig. Wir sind da fast schon eine Generation von Zahlen danach auch ausgewählt worden. Es gibt halt nach wie vor diese Dinge, wo man gewählt wird, um präsentiert zu werden, wo man sich dann wieder vernetzt international. Also, aber das ist fast schon eher die Seltenheit geworden, auf jeden Fall. Aber dass es jetzt so diese Netzwerke gibt mit dieser Vision und diesem auch etwas, was man verkünden möchte oder wohin tragen möchte, das auch an durchaus so, es gibt in der Ausstellung dieses Bild mit Václav Havel, ja, wo man wirklich staatstragende Menschen mitnimmt, um die sozusagen diese Themen Architektur vorzustellen. Das in dem Sinn gibt es nicht mehr. Ich weiß nicht, wo das heute stattfindet, wahrscheinlich am Golfplatz. Aber vielleicht Jan, möchtest du was dazu sagen? Ja, ich habe tradition. Ich kann mit den Worten Netzwerk nicht viel anfangen. Es ist mir ein bisschen suspekt, weil das dann vielleicht ein Synonym ist von den Seilschaften und so. Deshalb weiß ich nicht, was damit konkret gemeint ist. Das Problem ist nach wie vor, dass es keine Durchlässigkeit für beiderseitig, ja, also die Slowaken und die Tschechen vermeiden, jemanden hineinzulassen in das Land. Das passiert
nur über irgendwelche mächtige Developer, die dann den Curry oder den Weller einladen, um ein Stück zu bauen, genauso wie wir. Wir kennen das aus Österreich, wo es auch eigentlich ziemlich lange gedauert hat, dass man jemanden hineingelassen hat. Wenn wir nur an die Stadthalle denken, wo Alvar Aalto war und Nervi und so, und dann bekommt das auch wieder in Österreich. Oder wenn wir uns erinnern an den Wettbewerb UNO-City, wo das dann wieder. Aber das genau das passiert in Prag oder in Böhmen und in der Slowakei, in Polen und in Ungarn und so weiter. Irgendwie funktioniert das nicht ganz. Auch die Verordnung der Europäischen Union oder so, dass die Wettbewerber sozusagen gesamteuropäischen funktionieren sollen, funktionieren dann letztlich auch nicht. So irgendwie findet man immer, finden die hiesigen, jeweils hiesigen Kämpfer und Matadoren in dem Architekturring den Weg dazu, dass sie die Aufträge bekommen. Ich könnte wirklich sehr viele sehr versprechende Anfänge irgendeine Zusammenarbeit in Prag oder so bei den Architektengruppen nennen, und aus alten Sachen ist nichts geworden. Wenn ein Fremder baut, dann ist es auf dem Niveau des globalen Managements, also wo sozusagen irgendwas abgemacht wird und irgendwelche zusätzliche Absichten, die man nicht kennt, genauso wie mit dem schrecklichen Nouvelle Hotel hier, das entsteht dann irgendwie immer, dass man dann man ahnt nur, wie das funktioniert, diese Netzwerke. Das scheint mir das Problem. Und traurig finde ich, dass das eigentlich eher schlechter geworden ist. Es gab schon so eine Zeit, wo es sehr viel Mühe und Anstrengung gab von beiden Seiten, aber das hat dann eigentlich schon aufgehört. Also jetzt kocht jeder den eigenen Architektureintopf und irgendwie sind die Netzwerke sind sehr, sehr beständig und stark. Aber ich habe den Eindruck, du sprichst wirklich eher von Seilschaften. Also das ist nach meiner Definition schon zweierlei. Also bei Netzwerken geht es eigentlich, wie auch in der Ausstellung, geht es nicht unbedingt darum, dass jemand einen Vorteil daraus zieht, materieller Art. Ich weiß, ich glaube nur von, zum Nachteil von anderen. Über meine private Abneigung gegen das Wort Netzwerk und so. Ja, es ist ein unschönes Wort, so ein Antipathikum. Gut, wir können noch Zusammenarbeit sagen, das klingt positiver vielleicht. Ja, das klingt schon viel besser. Weil das Knüpfen bedeutet immer mit irgendwelchen Fäden und so, die man nicht kennt. Also meiner Erfahrung nach, wie gesagt, in der Forschung funktioniert das schon. Ja, es kommt natürlich immer, glaube ich, auf einzelne Personen an. Also ob sich jemand auf Kosten anderer profilieren will, dann funktioniert es nicht. Aber eine Zusammenarbeit so zu nennen, also halte ich schon für durchaus produktiv, auch eben mit Ländern wie der Tschechoslowakei und Jugoslawien. Also unsere Ausstellung ist meiner Meinung nach selbst ein Beispiel dafür, wie man einfach produktiv zusammenarbeiten kann. Und natürlich in der Baupraxis mag das wieder anders aussehen. Ja, ich würde auch gerne eigentlich das Publikum einbinden. Also darf ich vorher noch was sagen? Natürlich. Weil der Tabor mit Recht gesagt hat, Netzwerk, das war uns auch kein Begriff. Netzwerk, was ist denn das?
Übrigens auch, weil ja gesagt wurde am Anfang, dass wir in der Forschung tätig waren. Ja, wir haben uns doch nicht als Forscher gefühlt, oder? Wir haben die eigenen versucht, die eigenen Wurzeln wieder auszugraben, weil uns ja niemand was gesagt hat. Nicht alle Lehrer, die da nicht emigriert waren, die haben uns überhaupt nichts gesagt. Unser Lehrer war die Bibliothek. Das war unser Lehrer. Aber doch niemand von den Personen, der Einzige, der den Los hier und da lachend erwähnt hat, war der Ludwig Münz, der in London emigriert war und wieder an die Akademie am Schillerplatz als Kunstgeschichtler geholt wurde. Das war der Einzige, aber sonst nichts. Und Kulka, viel später war das alles, also gekommen ist aus Neuseeland. Aber wichtig, weil Sie sagen, Tschechoslowakei, war für uns auch der Wladimir Schlapta. Der gehört genannt aus Prag, ich habe jetzt Brünn erwähnt, mit Bosnach Fuchs, der Schlapta, weil da, also ich war da öfter dort, ich habe ihn relativ früh kennengelernt, in Prag und auch dann schon, wie ich in München mit den jungen Studenten gefahren bin, hat er uns geführt, eben nach Zlin und Gott Waldorf, wie das damals geheißen hat und so weiter. Also über den Schlapeter haben wir sehr früh und sehr vieles von dort erfahren und er war auch ein Forscher. Das kann man durchaus sagen. Er war für uns sehr wichtig in Prag, in der Tschechoslowakei. Aber das waren alles so historische Recherchen, sozusagen. Ja, da hat man sich eben doch funktionalistische Hinten angeschaut und so. Aber was wirklich die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der praktischen Architektur, das gab es so gut wie gar nicht und gibt es das noch immer sehr, sehr bescheiden eigentlich. Das meine ich, also es ist sehr schön, da über Ausflüge nach Sinn zu sprechen, aber das ist alles schon gestanden, war da, aber dass da irgendwas wirklich dass da wirklich ein Austausch ist, da etwas gekocht wird, dass etwas entsteht, das scheint mir immer noch überhaupt nicht entwickelt. Ja, ich glaube, das war eben bei Zion dann der Fall und bei Wachsmann. Aber das würde ich jetzt nicht auf die Aufteilung Ost-West, das gilt genauso für Österreich und Italien und so weiter. Das scheint mir Da wollte ich eher nochmal anknüpfen mit einer Frage an euch beide. Wenn der Korinth erzählt, dann geht es ja immer sehr stark um Personen, also dass man dann irgendwie auch zusammensitzt und so. Beim Heurigen oder wo auch immer. Wie wichtig ist es heutzutage auch, also wirklich auf der wirklich rein persönlichen Ebene zu kommunizieren? Ist das, habt ihr das den Eindruck, weniger wichtig als früher? Also, dass man auch wirklich sich persönlich kennt? Wir haben es vorhin eh schon angerissen, ja, mit Facebook oder so, wo man vielleicht Leute überhaupt nicht persönlich kennt, mit denen man dann befreundet ist auf Facebook. Also, welchen Stellenwert hat einfach das persönliche Zusammentreffen? Es ist ja lustig, weil wir sind ja eigentlich auch fast eine halbe Generation oder Generation auseinander und da hat sich, glaube ich, wahnsinnig viel getan, einfach mit Kommunikation am Computer und wir sind ja noch sehr haptische Architekten und wir haben zum Beispiel sozusagen die direkte Kommunikation, direkt miteinander was zu machen, Sachen direkt anzuschauen, also das ist für uns etwas, was ganz wichtig ist. Und deswegen sage ich Archilab zum Beispiel, also der Start von Archilab gibt es nach wie vor, aber der Start von Archilab, das war in Orléans sozusagen eine Plattform für junge Architektur aus ganz Europa und wurde dann auch nach Amerika erweitert. Da waren wir damals eingeladen, weil das Haus Zirn
damals von Ernst als experimentelles sozusagen Herangehensweise, einen Entwurf, die auch sozusagen als analoge, eine analoge Entwurfsmethodik, die aber schon sehr computermäßig sozusagen denkt, weil sie doch sehr stark das Generierende und diese Entwicklung der Architektur, die über Generieren und über Computerprogramme sozusagen sich entwickelt hat, sich sehr interessiert hat. Und dort war eine Ausstellung gekoppelt mit einem Kongress, der 3 Tage gedauert hat, wo man eigentlich mit einer Gruppe, und wir waren damals beim ersten Treffen waren 20 Teams eingeladen, beim zweiten 40, dann 60 und dann ist es immer mehr geworden. Wir waren beim zweiten Treffen Mitarbeiter, waren 40. Das heißt, es war eine überschaubare Größe und man hat 3 Tage miteinander verbracht. Das war auch alles irgendwie organisiert. Man hat sich die Projekte angeschaut. Wir haben damals auch ein Nährfeld gebaut, also eine relativ große, also eine Installation eigentlich. Und da spricht man ja dann auch anders, oder man lernt sich anders kennen, man spricht dann auch anders über diese Dinge. Und wie gesagt, da gibt es nach wie vor Bezüge, die, ich meine, ob man dann gemeinsam ein Projekt macht oder wie sich die Dinge dann entwickeln, aber das sind Menschen, die sozusagen immer präsent sind und wo dann, wenn es die Zeit passt, man diesen Connect hat und der sehr stark auf einer inhaltlichen Ebene, also wirklich ein Interessensfeld eigentlich, das man teilt. Das ist für uns die Idee, Faustino zum Beispiel, das ist auch ein Architekt, der zwischen Architektur und Kunst ist, aber der ist einfach vom Denken her, hat so einen ähnlichen Ansatz und jetzt ist, jeder geht seinen anderen Weg und dann trifft man sich natürlich immer wieder oder ladet sich auch ein, wenn man die Möglichkeit hat, wenn man einfach diese Positionen wertschätzt. Dieses reine Facebook-Networken zum Beispiel, das machen wir eigentlich nicht so, also ich bin gar nicht bei Facebook, aber ich finde Formate, die oft auf Universitäten also auch angeboten werden, habe ich unterschiedlichstes erlebt, aber zum Beispiel in Nancy, da gibt es auf der Universität ein Format, wo man sagt, es gibt einen Workshop, International Workshop heißt das, wo für eine Woche 3 internationale Architekten eingeladen werden, da versuchen sie sogar aus Südamerika, aus Europa, also verteilt sozusagen, verschiedene Positionen einzuladen, die dann auch einen Vortrag halten, die sozusagen sich ein Thema suchen, mit den Studenten arbeiten, wo dann die Studentenarbeiten präsentiert werden. Das ist natürlich ein Format einer Kurzarbeit und wo man sich gemeinsam dann auch was anschaut, zum Beispiel Jean Prouvé dort in der Gegend natürlich toll zum Anschauen. Und das sind auch, sage ich jetzt mal, Momente, wo man andere Kulturen, Haltungen zur Architektur, wo man Dinge wirklich auch ein bisschen vertiefter kennenlernt. Und ich glaube, dass so ein Kennenlernen sehr spannend ist und auch zu einer inhaltlichen Auseinandersetzung führen kann, die fruchtbar sein kann. Weil die ist dann nicht mehr der von oberflächlich, sondern hat noch eine andere Ebene. Und ich wollte nur noch sagen, zu Vorbilder oder auch beeindruckt sein von einer älteren Generation. Also wir haben auch zum Beispiel Jona Friedman in Paris besucht. Und ich muss schon sagen, dass solche Erlebnisse von Persönlichkeiten, die dann sozusagen in ihrer Wohnung sitzen zwischen diesen ganzen alten, also ganzen Zeichnungen und Bildern, die sozusagen aus Dritte Weltländern mitgenommen wurden. Und also das sind schon beeindruckende Dinge. Oder John Lautner, der sozusagen auch über einen Studenten von der Angewandten, von also Johannes Kraus, erstmalig in Österreich ausgestellt wurde, da gab es einen Connect und dann hat man gesagt, John Lautner ist spannend und wir wollen ihn gerne auf der Angewandten ausstellen und der ist dann auch hier ausgestellt worden und ich konnte ihn dann auch kennenlernen und konnte dann auch Werke natürlich in Los Angeles mir anschauen, weil das ist dann natürlich spannend, wenn man zu der Person dann auch noch dann die Gebäude sieht und mit denen dann auch irgendwie ein Gespräch findet. Ja. Also das sind, glaube ich, alles Dinge, die
eine Auseinandersetzung, also Netzwerk im Sinne von auch einer Auseinandersetzung, die Spuren hinterlässt. Und das ist spannend. Und auf der Ebene von Projekten, wie Sion das war, die dann auch eine politische Relevanz bekommen, das finde ich, wäre jetzt für mich eher das Thema, wo man sagt, wo sind diese Projekte heute? Weil so etwas, finde ich, ist eigentlich notwendig und wäre spannend, überhaupt für den Stand der Architektur, der momentan sowieso sehr ins Hinterlicht gerückt ist, eine Gesprächsebene, eine intellektuelle Auseinandersetzung vom Fachbereich Architektur, der auch politisch also mehr Relevanz hat und das auf einem internationalen Diskurs, wie man so etwas einfädeln kann, weil es gibt sehr viele Forschungsprojekte an den Universitäten und tausende Dinge gibt es da, aber ich sage nur die leben da alle irgendwo, aber dass sie wirklich eine gesellschaftspolitische Relevanz bekommen, das glaube ich wäre eine Herausforderung, wo wir alle Facebook und alles nützen sollten, damit das möglich ist. Würde mich interessieren, wie das auch Jan und wie Sie das auch sehen, jetzt sozusagen unsere Zeit erlebend. Ich bin ein Wort zu Facebook, ich bin ein Fremd. Und Wachsmann wollte ich. Sie haben, glaube ich, Wachsmann. Ja, die 50er Jahre waren in Österreich sehr wichtig durch die Seminare von Konrad Wachsmann jedes Jahr ab 1956 bis 1960. Die waren wirklich international, weil da die Teilnehmer von allen möglichen Ländern gekommen sind und es war sozusagen eine Grundlage für die spätere österreichische Architektur. Jan Tauber, eine neue CIAM-Gründung? Ja, ich würde nur das, was Vita so erzählt, das ist die gängigen Sachen, die passieren ganz normal und schon lange. Es hat gar keine Entwicklung, es funktioniert irgendwie, dann hört das wieder auf. Wenn es um irgendeine wirklich spannende Sache gehen soll, dann muss das etwas bieten. Situationistische Internationale, die tatsächlich eine sehr wesentliche Durchmischung durch die bildenden Künstler, das ist manchmal vielleicht wichtiger, dass es Vernetzungen gibt, eben mit bildenden Künstlern, Philosophen, Musikern so. Und das würde mich interessieren, aber das alles spielt sich halt irgendwie auf einer Ebene, die als verlängerte Uni bezeichnen kann. Also das sind so etwas wie Seminare oder so, trifft sich und so. Aber das ist dann wirklich etwas entsteht, wie die Pariser Aufstand 68 oder aus der Arbeit des Situationisten, das wäre wünschenswert, wenn da irgendwas wirklich etwas Rebellisches entsteht im Prinzip. Aber sind wir nun mit Abwehr, überall mit Abwehr konfrontiert? Also die Slowaken, die Tschechen lassen keine Österreicher hinein und so. Das spielt sich alles halt auf den, ich sage das übertrieben, auf dem Niveau, wir gehen miteinander auf ein Bier und dann das damit endet das. Aber dass irgendwas wirklich Wesentliches entsteht, das sehe ich nicht. Ich glaube, es gab eine Zeit, so diese Euphorie nach 1989 allgemein durchgehend und das ist aber irgendwie vorbei.
Es ist also wieder abgekapselt. Es gibt viele Beispiele, die Bibliothek in Prag, die der Jan Kaplinski hätte bauen sollen. Aber es war auch schon ausgemacht, dass das der heldenhafte tschechische Emigrant bekommt. Und da waren sicher auch sehr interessante Entwürfe von österreichischen und anderen Architekten. Und die haben dort gar keine Chance gehabt. Und so, dieses Spiel, dass die Fremden keine Chance bekommen, das wird nach wie vor ziemlich hart gespielt. Und wenn, dann geht das nur über diese Beziehungen und die müssen ein bisschen breiter. Und auch müssten sie auf eine ideologische Basis gestellt werden. Das alles spielt sich abseits jeder ideologischen Festlegung. Und deshalb kann das auch nicht entstehen und nicht funktionieren, weil da keine Basis besteht, ganz einfach. Ich will gerade fragen, wie es aus deiner Sicht sich darstellt. Aber vielleicht ist es auch so, also es ist jetzt auch vielleicht ein bisschen negativ und ich möchte es dann auch nicht gleich wieder zurücknehmen, vielleicht ist es einfach auch so, dass Architektur oder die gebaut auch keine Antworten mehr liefern kann, wenn man sich anschaut, was jetzt in den Netzwerken an Rebellionen und so weiter passiert oder was zum Beispiel in anderen Sparten, gerade in der Kunst oder in der Musik passiert, wo eigentlich die Labels und die großen Institutionen mehr oder weniger beiseite gelassen werden, wo Künstler sich einfach also nicht mehr zu einem Museum gehen und warten, bis sie, oder nicht mehr warten, bis sie von einer Galerie gefragt werden oder vom Museum gefragt werden, ob sie ausstellen dürfen, sondern einfach das Netz benutzen. Und vielleicht ist einfach die Architektur ein Medium, das sich auch gar nicht so eignet. Oder anders gesagt, vielleicht ist es die gebaute Architektur. Das ist eigentlich das auch, was der Frederik Ngeru jetzt bei der letzten Architekturausstellung eigentlich auch gesagt hat und vermutet hat, dass, wenn man sich auch anschaut, wie wenig gebaut wird von dieser jungen digitalen Avantgarde und wie viel Widerstand da ist, dass diese komplexen Geometrien auch wirklich umgesetzt werden, ne? Und auch diese ganzen Seilschaften, die da im Weg stehen, die Jungen nicht ranlassen, er sieht halt, dass es eine Verschiebung gibt, dass sich junge Architekten, die sich aber dennoch für gesellschaftlich relevante soziale Themen und so weiter interessieren, plötzlich einfach nicht mehr bauen, sondern auf andere Art und Weise über räumliche Intervention oder in irgendeiner anderen Weise anfangen, Architektur räumlich zu denken oder strukturell zu denken. Und es könnte uns natürlich passieren, dass wir sozusagen eine neue Generation von Architekten auch irgendwann haben werden, die gar nicht mehr bauen, wo das Bauen einfach nicht mehr das Ausdruckmittel ist, die es leider auf anderen Ebenen machen müssen, was sie gerne umsetzen wollen. Ja, wir haben ja einige Architekten, die nicht bauen und die sehr, sehr wichtige Dinge getan haben. Aber vielleicht auch gleich der Anlass, das auch fürs Publikum einfach eine Diskussion zu öffnen. Oder wolltest du noch was sagen? Wenn die Architektur den Körper verliert, sage ich jetzt mal, hat die Frage, ob es dann noch eine Architektur ist. Naja, es gibt natürlich auch Architekturtheorie und nicht nur die gebaute Praxis. Nein, natürlich. Oder wenn diese auch wichtig, das sage ich ja gar nicht. Ich sage nur, weil es wird ja gebaut. Es ist ja nicht so, dass wir auf einmal ohne Häuser sind. Ja, es wird ja gebaut, es wachsen die Städte, das heißt, es wird ja Architektur oder Bau. Volumen produziert und da würde ich mir schon wünschen, dass nach wie vor eben Architekten auch an diesen Baustrukturen und diesen Städten sozusagen mitwirken und nicht nur die Bauindustrie. Das ist deswegen sage ich mal, diesen Platz muss man sich einfach wieder viel selbstverständlicher muss man den einfach wieder bekommen. Ja. Meldungen aus dem Publikum, Fragen, Kommentare? Kann ich das Mikro bei Ihnen lassen? Ja, ich glaube, dann
Schlusswort nicht, aber wenn ich den Katalog durchblättere und auf Namen stoße, zum Beispiel Nowitzki, ne? Ja, der Wachsmann, im Wachsmann-Seminar hat er natürlich den Frei Otto, der kürzlich gestorben ist, eingeladen und der hat gerade das Buch herausgegeben über hängende Dächer, was uns sehr beeinflusst hat. Sie wissen ja, der Nowitzki war der Erste mit der Halle in Relle in Amerika. Also bald gestorben, oder wenn ich da liest, Neidhardt und Grabrian, das waren uns alles bekannte Leute, in dem Fall aus Jugoslawien oder Bosnien, die haben sich sehr stark mit osmanischer Architektur in diesen Ländern befasst. Also, wenn das Netz, ein Netzwerk ist, dass man auch andere Leute aus anderen Ländern da mehr oder weniger zum Teil gekannt hat oder zumindest über die Literatur einiges gekannt hat, ja, dann waren das vielleicht frühe Netzwerke. Ja, es ist das Kennen und das auch Leute zusammenbringen. Und insofern schließt sich vielleicht der Kreis wieder ganz schön, insofern als wir auch heute zusammengekommen sind zu diesem Panel. Wenn es keine Kommentare aus dem Publikum mehr unmittelbar gibt, glaube ich, dass wir jetzt vielleicht einfach zum sozialen Teil übergehen. Wir haben Wein, Wasser, Bier und da kann man dann noch netzwerken. Darf ich das Wort benutzen? Oder zusammenarbeiten? Socializen. Ja, das ich glaube. Das ist doch auch ein schönes Wort, Zusammenarbeit. In diesem das ist so wie Zusammenessen. Oder? Genau, zusammen essen, trinken und arbeiten. Ja. Ja, ich glaube, das war jetzt ein schönes Schlusswort. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und wie gesagt, hinten haben wir noch Getränke und ja, etwas zum Essen auch. Vielen Dank.